Endlich tut sich was im Garten. Der kalte Mai hat es nämlich erst jetzt möglich gemacht, den Garten zum Blühen zu bringen. Wenn also jetzt ein paar schnelle Hingucker in den Garten sollen, hier unser blumiger Pflanzentipp. Bei uns hier im Lagerhaus in Amstetten ist natürlich jetzt der Sommer, hat gerade angefangen. Also wir haben hier ganz viele Rosensorten, verschiedenste. Die sind immer aktuell, sind auch immer im Trend. Wir haben verschiedenste Varianten, ob es jetzt die Edelrose ist oder auch die englische Rose. Nostalgierosen oder Duftrosen sind ganz populär momentan. Und man setzt die natürlich zu Hause als Solitärpflanze, wenn sie ist, in ein großes Beet. Oder wenn man neue Rabatteln ansetzen will, kann man es natürlich auch als Gruppe setzen. Und man unterscheidet eben bei den Edelrosen oder bei den englischen Rosen ist immer eine große Blüte. Die kann man natürlich auch, wenn man mal will, abschneiden. Sie hält sich auch irrsinnig gut als Schnittblume und hält natürlich auch relativ lang. Wenn es aus dem eigenen Garten ist, ist das immer was Besonderes. Es gibt natürlich auch Kletterrosen, die haben wir hier herüben. Die Kletterrosen kann man eben auf so Obeliske, die was man verschiedenste anbieten, oder eben auf Rosenbögen klettern lassen. Sie machen natürlich, wie sie sich schon anhört, irrsinnig lange Ausläufer. Also sie sind relativ schnell und werden auch schön und groß innerhalb von kürzester Zeit. Und bei ihnen ist dann das Besondere auch im Herbst, sie haben eben nur die Hagebutte, also was auch natürlich ein schöner Schmuck ist, was man dann im Herbst nur irgendwie im Garten so als Farbpunkt hat. Was hier herüben sind, sind auch nur die Bodendeckerrosen. Die Bodendeckerrosen, wie sie sich schon anhört, ist auch der Wuchs eher niedrig, sind meistens kleinblütige Rosen und sie machen große Flächen, können es relativ schnell zumachen. Oder man setzt sie einfach irgendwo unten ein in ein Staudenbeet als Deko, geht genauso in dem Sinne. Wichtig natürlich beim Setzen ist, wenn ich im Sommer setze, ist, wenn ich relativ ein großes Loch habe, sollte natürlich eine gute Erde rein, das ist eine Rosenerde natürlich, wäre am besten. Oder man hat einen guten Humus, das geht natürlich auch. Gut wässern, also zuerst richtig gut anwässern, bevor man setzt. Und dann kann man natürlich auch noch düngen. Das ist auch immer so, dass man relativ schnell die Pflanze das anwächst im Sommer, dass man natürlich schneller Freude hat in dem Sinn. Wenn natürlich, wie man oft hört, eben so Schädlinge kommen bei der Rose oder eine Pilzkrankheit, kann man vorbeugend Vitalkuren machen. Die sind meistens pflanzlich, also aus natürlicher Basis, dass die Pflanze gestärkt wird. Und wenn natürlich ein Problem ist, immer bei uns im Lagerhaus sind wir natürlich auch geschult mit irgendwelchen Läusemitteln, irgendwelchen Spritzmitteln kann man natürlich dann auch einsetzen, wenn es sein muss. Rosen waren bereits bei den alten Griechen der Antike beliebte Zierpflanzen und haben bis heute ihren Stellenwert als Königin aller Blumen bewahrt. Aufgrund von Züchtungen ist heute eine große Vielfalt mit mehr als 25.000 Rosensorten erhältlich. Im Großen und Ganzen setzt man die Rose als Einzelpflanze. Man kann natürlich auch, was jetzt der Trend ist, wenn man Beete macht, so Farbenstrukturen setzen, dass man zum Beispiel rosa, blau, weiß hat oder auch in die Orangetöne, Rottöne reingeht. Da sind speziell dann so Stauden wie Salbe, Lavendel, dann haben wir einen Frauenmantel, der was leicht grün bliert, wo man immer einen Begleiter dann zu Rosen dazu hat. Also das sind immer so Kleinigkeiten, was man dann als Kunde dann selbst dann die Gartengestaltung machen kann. Apropos Gartengestaltung. Mittels kleineren Gehölzern kann der Garten noch gepimpt und aufgehübscht werden. Gerade jetzt im Frühling- und Sommerbereich gibt es verschiedene Pflanzen zum Setzen. Angefangen bei den Neuanlagen, verschiedenste Solitärpflanzen, wie da die Maulbeerpflanze, die was eher hängend wird, oder hinter mir die Kugelahorn, der was auch eher in einer Kugelform wird und dadurch auch sehr viel Schatten spendet. Auch für den Vorgartenbereich haben wir einiges an Sortiment bei uns, zum Beispiel der Zierahorn, der was auch eher hängend wird und wo ich drunter bei dann verschiedenste Stauden setzen kann und das dann auch ganz lieb ausschaut. Auch ein großes Thema ist momentan die Lebendhecke, ja, weil der Buchsbaumzünsler hat ja momentan alles niedergefressen und jetzt setzt man wieder was Neues, ja, sei es jetzt der Kirschlorbeer, der Ilex oder die Eibe. Und durch das ständige Schneiden kriege ich da auch eine schöne Hecken zusammen. Nicht nur der Standort muss passen, auch der erdige Untergrund. Wir haben auch die dazugehörigen
Erden dazu, zum Beispiel die Pflanzerde, die was auch recht gut geeignet ist eigentlich für jede Pflanze. Nur aufpassen, zum Beispiel Hortensien, Rhododendron, Azaleen, die wollen eine saure Erde und dazu quasi die Morbiderde. Wir haben auch die passenden Dünger dazu, das heißt, man sollte jedes Mal im Frühjahr sollte man ein bisschen was dazugeben, damit die Pflanzen wieder durchstarten kann. Und auch das Thema Spritzmittel ist bei uns auch recht groß geschrieben. Das heißt, wir sind geschulte Mitarbeiter dafür. Und wenn ihr ein Problem habt, einfach ein Schadbild oder ein Astal von dem mitnehmen und wir werden eine Lösung dafür finden. Egal wie der Garten sein soll, in der Garten- und Floristikabteilung im Lagerhaus lohnt es sich zu stöbern.